So, dann bin ich mal wieder am Gamepad unterwegs. Wir kommen jetzt halt so weit. Also wahrscheinlich spielen wir es jetzt durch in den 20 Minuten, weil nachdem ich jetzt 20 Minuten in der U-Bahn rumgeirrt bin. Du spielst jetzt quasi die Stelle, in der ich eben verreckt bin, nochmal. Aber die Shotgun ist also, weg. Also du hast nur einen Schuss. Einen Schuss. Ah. Das Golden Goal. Oh oh, Batterie leer. Haha, gekonnt! Ich will die Shotgun haben, wo ist sie denn jetzt hier hin? Die alles kam erst nachher. Achso. Da kam dann noch eine Welle Gegner. Wie hast du gesagt, wie rutscht man nochmal lauf? Du läufst und dann B gedrückt halten. Oh, nett. Warte, wollte ich auch anvisieren. Ah, da die Shotgun. Liegt die Marshall-Shotgun. Erinnert sich noch jemand eigentlich an 4, wo man so schön sprinten konnte und hochspringen und die Leute dann so mit Slow-Mo-Effekt. Das ist halt irgendwie so ein. Ich höre dauernd Leute, die von dem 4 auch in dem Multiplayer-Modus so schwärmen. Ich habe halt nur den Singleplayer-Modus gespielt. Oh, guck mal, du kannst das rote Fass bestimmt schmeißen. Oder das Auto. Oder. Mega Tritt, auf ihn drauf. Ach, festhalten, ich drück doch. Scheiße. Vor allem, unter was muss man denn das bei der Versicherung anmelden? Oh. Doppelgranaten. Sag mal, laufen. Also es ist kein Kinderspiel. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, dass dieser Warnhinweis jetzt nach bereits 40 Minuten Gemetzel kommt. Aber ich kann mich nur wiederholen, also es macht nichts falsch. Es spielt sich wirklich flott, es sieht sehr, sehr geil aus und die Gefechte machen Spaß. Dann nehmen wir doch hier mal das Super-Duper-Gewehr mit, das werden wir schon gleich brauchen. Uha. Mit Laserpointer. Ah, jetzt guck mal, jetzt kriegen wir das Waffen-Upgrade. Wie machst du das mit dem Knopf? Mit Back, also mit Zurücktaste. Ah, okay. Bräute sonst feuern aus der Hüfte. Guck mal, vielleicht sollten wir hier öfter mal stoppen, dann haben wir auch keine Munitionsprobleme. Das habe ich doch alles nur aus dramatisch. Oh, kick das Auto da runter. Kannst du das machen? Mach mal so. Ja! Okay. Und er schnallt halt nicht! Vielleicht. Ah, jetzt Granat. Guck mal. Oh, jetzt kracht gleich. Das brennt schon. Ah, ja, bei mir auch. Ich muss jetzt mal. Ah, da ist ein Sniper da drüben. Mach mal den. Hast du den Tarnmodus einschalten? Dann ist es gleich weg. Ach, Quatsch. Das war doch meine Aufgabe, dauernd zu sterben. Das ist jetzt aber nicht explodiert, ne? Das müssen wir hier irgendwie. Ich glaube, das kann man auch fahren. Das ist dann, glaube ich, nochmal irgendwie widerstandsfähiger. Du hast auch gefragt, ob man die werfen kann, ne? Das probier oder mal. Natürlich kannst du die werfen. Aber vielleicht sollte ich nicht angeschossen werden, wenn ich sie gerade in der Hand halte. Aber es gibt da nicht wie bei Uncharted so einen Move, dass ich irgendwie zwei Tasten drücke und dann schießt er das automatisch an. Okay. Oder wenn es ihn gibt, dann ist er auf der total kryptischen Tastenkombination irgendwie. Ach da. Das X und das A verwechselt. Ich glaube, wir gehen mal jetzt hier in den Stealth-Mode und... Da kommt nämlich auch noch einer von der Flanke. Kommt mir das nur so vor, liegt das irgendwie am Schwierigkeitsgrad oder hat man insgesamt mehr Energie? Also, es kommt mir man muss viel weniger vorsichtig sein, auf jeden Fall, glaube ich schon. Also, das meine ich, es ist aber irgendwie eine ganz gute Geschwindigkeit, weil man da eben... Da ist noch einer! Wo denn? Ach, da. Weil wozu bin ich ein Supersoldat, wenn ich dann doch wieder irgendwie bei allem und jedem aufpassen muss, dass mir nicht einer irgendwie ans Bein pinkelt. Also das ist schon alles bisher... Ich meine, wir sind auch im zweiten Level hier. Da darf man ja wohl auch noch ein bisschen unvorsichtig agieren. Siehst du noch einen? Schieß mal das rote Fass, das ist immer eine gute Idee. Ja, aber da ist doch gar keiner. Ist doch egal. Schön sieht's aus. Irgendwo schießt halt noch einer. Oh Gott. Das sieht nach was Großkalibrigen aus. Ich glaube, wir sollten vielleicht eine andere Route einschlagen. Du meintest, das Auto kann man fahren, aber ich glaube, nee, das kann man nicht fahren. Schau mal, geht das? Benutzen, benutzt er es doch. Das hängt wahrscheinlich, oder? Man muss mit LT und RT sich bewegen. Okay, ja, gut. Da war eine Parkkralle dran. Ja. Nur hast du New York gern mal. Ja, auch René stirbt. Ja. Das passiert halt
immer, wenn man zu unvorsichtig wird und denkt, alles ist so einfach hier, aber nein. Wahrscheinlich ist das jetzt hier so eine Szene, wo man nochmal richtig aufpassen muss. Irgendwie meinten sie auch, man soll hier jetzt seine taktische Bewertung aktivieren. Aha, da kann ich lang. Oder da. Hm, egal. Gut, sagen wir gehen einfach runter und schauen uns das mal aus der Nähe an. Ey, da geben die halt Milliarden Dollar aus für so einen Anzug, dass dann da jemand drinsteckt, der so, oh, ich geh so einfach runter und schieß alles kaputt. Kann mich nur wiederholen, das ist ein Shooter. Der ist noch nicht hin, oder? Ich glaube, der MMG steht oben. Meins? Ja. Oh, nee, das geht. Frage ist ja eher, können wir nicht an das MG irgendwie ran, aber das sieht nicht so brennt aus. Brennt das Auto schon? Nee, noch nicht. Aber da sind keine Felgen mehr dran. Aber so bin ich mit meinem Corsa damals auch rumgefahren, bevor ich ihn verschrottet habe. Vielleicht sollte ich mal den Panzermodus aktivieren und vertragen wir auch ein bisschen mehr. Was schießt denn da jetzt wieder großkalibriges? Aber was mir gerade positiv auffällt, ist in Call of Duty... ich schon wieder sterbe? Nein. Das auch? Ja. Das ist doch... So, jetzt Konzentration. Gerade positiv auffällt, obwohl du halt dauernd beschossen wirst und stirbst jämmerlich, so wie da, dir spritzt nicht so viel Dreck ins Gesicht wie in den Call of Duties. Die Sicht bleibt noch, wo du halt nur so viel Erde und Blut und Mündungsfeuer und Gewehrkugeln, bis du da gar nichts mehr siehst. Kannst du eigentlich irgendwie für Ablenkung sorgen? Also kannst du die auch irgendwo anders hin buxieren? Ich glaube eigentlich, dass man wahrscheinlich nur ganz leise hier runterschleichen müsste und dann könnte man die, weil die stehen ja so hier zwei, da zwei. Okay, irgendwie muss ich nochmal leeren. Wahrscheinlich gab es da noch einen anderen Weg. Na, gleich ist die Batterie leer, bleib mit dem Bus. Weil, ist doch wieder das Typische, warum hat man jetzt wieder eine schallgedämpfte Waffe? Natürlich, um lautlos die Gegner auszuschalten. Guck mal, das ist ein Crysis-Bus, ein Crytek-Bus. Der fährt bestimmt direkt zu Crytek. Tatsache, gar nicht aufgefallen. Was du alles siehst. Die Sniper-Shotgun. Aus der Entfernung. Wenn du jetzt da, kannst, also sobald du schießt, wirst du sichtbar, oder? Ja. Also du kannst doch nicht aus der Verstohlenheit heraus eine Granate unter das Auto kullern lassen und dann die allgemeine Verwirrung ausnutzen. Irgendwie kann ich gar auf. Doch, da habe ich. Doch, das geht. Und jetzt, wenn die Feuerwehr kommt, weg. Guck mal jetzt. Oh, kannst du da runter? Tatsache. Haha! Wir machen es wie jeder anständige Shooter-Held und laufen davon. Da geht's nicht weiter. Vielleicht hätte man hier. Das ist die falsche Richtung. Vielleicht kann man da irgendwie anders. Vielleicht hätte man auch anders da hinkommen können, aber wir haben keine Zeit, das jetzt zu erkunden hier. Also wir müssen New York ja schließlich retten. Aber auf jeden Fall haben wir für Ablenkung gesorgt, weil die gucken jetzt alle in die falsche Richtung. Siehst du an der Karte unten? Oder? Nee, aber die stehen ja jetzt da hinten. Und deswegen machen wir es schon damals wie beim Fangstil spielen und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Piff, paff. Also das Blut spritzt schon, aber es ist nicht irgendwie so richtig ekelhaft, oder? Es hält sich alles in Maßen. Ja. Da, das rote Fass! Du und deine roten Fässer! Das sieht so cool aus! Das hast du sogar ein Loch in die Wand gemacht. Also zumindest an den Sollbruchstellen, die dafür gedacht sind. Wer soll das alles bezahlen? Das ist doch hier. Das schreiben die doch alles. Die wollen doch, dass die Stadt kaputt geht, weil die das von der Versicherung wiederkriegen. Was macht er da? Das ist der Flash. Weißt du noch nicht. Was? Manchmal werde ich hier so ganz stark aus allen möglichen Richtungen beschossen und weiß nicht so richtig, was mir da hier gerade passiert. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Da sind aber noch ungefähr ganz viele rote Punkte. Und wenn das keine Pixelfehler auf deiner Karte sind, dann... Das hatten wir doch schon mal. Mich irritiert so ein bisschen, dass immer diese Energieanzeige dann bei dem Munitionszeug so rot blinkt. Ich denke ständig, du hast keine Munition mehr.
da drüber ist es jetzt. Jetzt mit der, wie heißt sie? Marshall Shotgun. Ordentlich reingeschrotet. Ja, ich muss Munition sparen, ich habe nur noch 24. Hast du wieder das X mit dem AFA? Ne, was ist dann das LT mit dem AFA wechselt? Okay, da steht jetzt dieser Panzerwagen, aber. Da haben wir den Predator-Mode an. Kann man das eigentlich abschalten? Mich nervt es nämlich jetzt schon so ein bisschen. Was? Was? Was denn Dass es dauernd sagt, Tarnfeld aktiviert, so. Obwohl du das Tarnfeld schon aktiviert hast. Oh, der schnallt's auch nicht. Ja! Das brauchten wir auch noch. Kopfjäger. Wie schalten wir die denn jetzt am... Ich glaube, eigentlich müsste man jetzt so spielen. Jetzt müsste man die markieren und den markieren und... Und dann kannst du wie bei Splinter Cell diesen Takedown machen. Achso, ziehst du die hier durch die Wand durch. Genau. Probier mal, was wir noch nicht gezeigt haben. Du kannst die doch irgendwie scheinbar so als menschliches Schutzschild nehmen, oder? Ja, das hatte ich ja gedacht, dass ich das mit dem Halten mache, aber der Strom leer. Geh mal näher hin und drück Halten. Das ist nicht mit Halten, ah Gott. Wenn ich jetzt wegen dir sterbe, dann... Na, gut, Panzermodus ist echt eine feine Sache. Nur denk da mal dran, das war ja im ersten Crisis so, dass es immer in den Panzermodus zurückschaltet, wenn du irgendwie am Ende warst. Das musst du da schon immer nochmal... Ich glaube, das muss ich selbst aktivieren. Also ich habe es jedenfalls eben gerade selbst aktiviert, aber vielleicht sollten wir uns mal auf unsere Mission konzentrieren und... Oh, da kann man Hubschrauber abschießen. Vielleicht will der uns helfen. Ach, können wir hinterher aussortieren. Wieder unvorsichtig reingelaufen und dann passiert sowas. Man ist auf der Konsole inzwischen so ein, wie soll ich sagen, so ein Cover-Standard gewöhnt. Man will sich dauernd irgendwo hin, von einer Deckung schön zur nächsten und das ist hier so ein bisschen anders. Also man kann sich immer noch in Deckung begeben, aber du bist halt doch dann immer ungeschützter unterwegs. Ja, du musst ein bisschen langsamer. Ich glaube, wir stürmen halt wirklich sehr offen hier übers Gelände, weil es gibt auch Zeit gut machen. Ja. Ich bin 20 Minuten in der U-Bahn rumgeirrt, Mann. Weil wie man sieht, es gibt ja hier wirklich verschiedene Wege. Man könnte jetzt hier rechts lang oder unten lang. Und wir wissen immer noch nicht, wo der Tunnel eigentlich hingeführt hätte. Also ist ja nicht so, dass wir keine Wahl hätten. Und schon wieder, zwei Köpfe sind besser als einer. Oh. Also wer das jetzt zu Hause anhört, der hört das natürlich mit dem vollen 7.1 Surround Dolby Explosiv THX Gewummer. Wir hören das hier gerade in dem Aufnahmeraum in so einem kümmerlichen Mistfernseher. Aber es ist immer noch ein geiler Waffensound. Ja. Das passt alles sehr gut zusammen. Was soll ich denn jetzt hier? Ah, okay. Da sitzt einer, der sitzt. Guck mal, jetzt greifen. Genau, das hast du. Der hat mich wieder los. Aber er hat mich geschützt für ein paar Sekunden. 1 von 10. Wobei, das finde ich ehrlich gesagt, das gehört irgendwie in Solo-Kampagnen nicht rein. Diese Achievements, weiß ich, 15 Headshots oder so. Weil, was hat denn das mit der Geschichte oder mit der Kampagne zu tun? Ja, ich weiß jetzt wieder, ich mit der Geschichte, der das überhaupt nicht wichtig findet. Aber sowas fällt dann ein wenig... Ja, soweit ich das verstanden habe, ist ja der Witz daran, dass das ja alles auf deinem Spielerprofil gespeichert wird und nicht auf den Spielstand. Ergo, du halt nochmal so ein Metagame irgendwo da drin hast, du kannst das alles nochmal machen und dann ist wie so eine Art Challenge-Mode. Okay. Losgelöst von der Kampagne. Ja, aber sollte das nicht sein, wenn ich dann einmal die Kampagne... Also bei Halo gibt es ja auch sowas, dass ich eben dieses Metascore-Game spielen kann, um eben mit Multiplikatoren mehr Punkte zu sammeln. Das ist ja alles sehr schön und gut, aber dann habe ich ja die Kampagne einmal durch und kenne die Geschichte und was hier passiert. Ich finde das immer irgendwie ein bisschen irritierend, wenn ich in einem realistischen Umfeld spiele... Und dann auf einmal so Einblendungen habe, oh, sie haben 15 Headshots erzählt. Ich möchte mal den... Also den realistischen Umfeld, den der Mann mit dem super Panzeranzug... Ja, okay, es ist nicht echt passiert, ich weiß. Es ist gar keine Doku. Es ist gar keine Live-Schalte. Sag mir mal lieber, was ich hier mit diesen Sachen machen soll. Du musst da irgendwas rausbergen. Wahrscheinlich hätte ich da oben bleiben sollen. Ja. Aber es sieht auch schon sehr hübsch hier unten aus.
Da unten ist doch irgendwas. Oh, da kannst du runter. Sind Sie da, Prophet? Sie müssen da rein und Proben aus dem Wrack holen. Wir suchen nach Leichen, nach jedem genetischen Material, das Sie finden können. Ach so, ich sollte ins Wrack rein und es gab wahrscheinlich mehrere Punkte, die ich hätte kontrollieren können. Aber hier da geht's doch weiter, ne? Dreh mal um. Da unten, in die Ecke rum, oder? Echt? Da hinten irgendwo. Über den. Nee, das. Ja? Nee, ich glaube, ich muss oben weiter. Das war jetzt nur eine der Möglichkeiten und das hat jetzt. Zwei bis etwa gerade meine unglaublichen Navigationsfähigkeiten im Untergrund an. Oh. Ach, guck an! Irgendwo schießt mir auch noch im Rücken, das ist nicht so richtig. Ah, merkst du, der Panzermodus, das taugt was, oder? Ja, der hält schon eine Menge aus. Nur, jetzt sind wir hier irgendwie ein bisschen in der Falle und ich. Tarn dich doch raus, mach den Tarnmodus an, dann schnallen sie es doch gar nicht. Perfekt. Ich müsste bei dem Ding mitgeliefert werden. Ja. Panzermodus? Ja. Wir müssen es doch ein bisschen spannend hier machen. Ich glaube, spannender können wir es nicht mehr machen. Ah Gott, der Hubschrauber. Das kennt man ja. Ja. Geht morgens aus dem Haus. Ja! Mit dem Hubschrauber erschossen. Okay. Probier es nochmal. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht und. Als ob das vorher geholfen hätte. Sind Sie da, Prophet? Sie müssen da rein und Proben aus dem Wrack holen. Wir suchen nach Leichen, nach jedem. Vielleicht sollten wir doch mal hier ein bisschen in Deckung bleiben und nicht so komplett frei durch die Walachei springen. Das ist halt immer der Vorführeffekt. Wenn man irgendwie schnell durch will, dann macht man so viel falsch, dass man dann viel länger braucht, als wenn man es gleich vernünftig machen würde. Ich würde das jetzt auch, wenn ich es zu Hause spielen würde, so schlecht finden. Die Frage ist halt, ob wir da zum Beispiel den Hubschrauberschützen eigentlich runterschießen können oder ob das nur. Aber ich treffe ihn schon, ne? Ja, irgendwie. Ja, er ist weg. Dreht er jetzt ab? Auf jeden Fall kann er erstmal nicht so. Naja, ja, super. Halt ja. Die denken auch an alles, diese geklopften Zelltypen. Okay, wenn man zu dicht dran ist, aber. Oh. Jetzt halt ihn gen Himmel. Ja. Die halten auch nicht mehr aus, was sie früher mal ausgehalten haben. Haben wir eine Panzerfaust? Das flackt doch im ersten Fall, es lagen doch immer irgendwie Raketenwerfer. Wahrscheinlich liegt hier auch irgendwie was rum und. Aber kannst du nicht mit dieser taktischen Ansicht da gucken, ob es hier sowas. Bis dahin gibt? Bin ich doch tot schon wieder, also machen wir erstmal hier den. Da hängt halb im Haus drin. Oh, guck mal, dann verschwindet er auch. Wenn beide Seiten weg sind, dann. Ja, das sollte wohl so. Jetzt haben wir hier, da ist das blaue Hexagon und da müssen wir hin, genau, das ist der Eingang. Ja. Aufdrücken. Ah, puh, geschafft. Kommt man echt in Schwitzen hier. Harter Job in New York. Maximale Panzerung. Hast du das gemacht jetzt? Ja. Hat aber auch nichts gebracht, oder? Okay, ich habe keinen Schaden genommen. Die Energie ist zwar komplett verbraucht gewesen, aber. Leute, die das zu Hause spielen, denken, ich werde wahrscheinlich bei dem anderen Labor einen Schritt weitergehen müssen, wenn er genauso drin gewesen wäre. Ja. Wir haben den Hubschrauber abgeschossen. Habt ihr den Hubschrauber abgeschossen? Ich glaube nicht. Aber wir arbeiten ja nur für die Webseite und sind keine Redakteure und von daher darf man uns das wohl etwas nachsehen, dass wir nicht alles auf Anhieb sofort perfekt hinbekommen hier. Ich bin hübsch und witzig. Muss ich nicht spielen können. Das schneiden wir raus. Das ist aber beides gelogen. Festhalten, Biomasse scannen. Ich muss da aber, glaube ich, näher ran. Ja. An die Biomasse. Das ist doch hier der aus Far Cry. Nee, das ist kein Hawaii-Hemd, das ist nur Gekröse. Scheiße. Was soll ich denn jetzt? Ach, da die Biomasse soll ich scannen. Ah. Oh Mann. Das X markiert die Stelle. Das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Und wenn ich das Alien-Gewebe
verschwenden wir nur unsere Zeit. Wer macht denn das bei Crytek? Schatz, was hast du heute Abend gemacht? Ich habe Menschentapete modelliert. Das hast du schön gemacht. So. Jetzt hast du wieder dazwischen geredet und ich habe nicht mitbekommen, wo ich hin sollte. Super. Im Zweifel in dem Gekröse stehen bleiben, bis du voll geduscht bist. Kann ich einfach wieder raus hier? Wir können jetzt an der Stelle vielleicht nochmal wechseln, dann komme ich nämlich auch nochmal zum Zug. Oh, jetzt, kommt aber Cutscene. Wie bestellt eine Cutscene. Oh oh. Ah! Denn? Keine Ahnung. Weißt du, er hätte wenigstens den Anstand, uns den Anzug aufzumessern, um sein Kabel da reinzuhängen. Bei Independence Day war das ja immer alles komplett kompatibel. Ja. So, wir machen jetzt mal Stopp und du darfst dann gegen die Aliens zu Felde ziehen und ich mach dann wieder den Zuschauer. Ja, bis gleich.